Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Serious Sam mit dem MC Mafix und mir, dem Martin. Und ich verstecke mich in der Ecke, weil ich habe Angst. Das bleibt da hinten. Ich werde, die kommen hier sowieso gleich wieder in eine Ladezone. Ah, oh, ja, hier ist ein Portal. Der Martin kann es da mal gern vorne schön alleine machen. Ich habe hier noch 6. Ich kriege ganz viel Armor. Ich habe 40 Armor bekommen, Mann. Okay, dann. Nein! Ich hier sicher gleich einen Gegner. Ich wäre fast in die Lava gefallen. Kann man hier fast in die Lava fallen? Dumm halt. Ja, im letzten Park haben wir nämlich nicht nur 1 Million, nicht nur 100 Millionen, nein, 1 Billiarden Gegner mindestens. Aber voll lustig, Jump'n'Run und so ein Scheiß. Und wir können uns hinter Zeugs verstecken. Also praktisch horizontales Jump'n'Run. Ey, es gibt nichts Schlimmeres als Jump'n'Run zu Shootern. Nichts Schlimmeres. Da sterbe ich immer. Einfach wirklich immer. Ach was, das Leben. Kann man dafür sich. Leben. Bitte spawnt da keinen Gegner. Bitte spawnt da keinen Gegner. Alter! Was ist denn das? Was ist denn das? Hilfe! What the fuck? Ich bin jetzt eiskalt gestorben. Was ist denn das für eine Scheiße? Nein! Aus dem Scheiß raus! Damn it! Alter! Ich hab's fast bis drüben geschafft. Fast. Martin, neuer Plan. Warte. Motherfucking fast. Diese hässlichen. Ey. Die normalen Viecher sind hier schon schlimm und die Viecher, Mann. So, ich würde sagen, wir kann man töten. Ja, erstmal aus der Entfernung töten, würde ich sagen. So, ganz. Da war noch ein zweites. Ja, das hat mich getötet, das hässliche Viech. Ich schieße es einfach an diesem Teil hier vorbei. Hey, jetzt wehrt es sich auf einmal nicht mehr. Kein Dings mehr. Aber immerhin zerploppt es lustig. Ich habe es fast geschafft, nein! Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Bin in die Lava gefallen. Und ich dachte, ich bin schlecht, du ja. Du bist schlecht. Warte, wie viel Leben hast du noch? Ich schon. 100. What? Wieso bin ich da durchgefallen? Alter, Mann. Ich bin in die Lava ja ganz am Anfang gefallen und hab 50 Leben verloren. Wir sind einfach so eiskalt schlecht, Mann. Das ist so schlimm. Wie viel Leben hast du noch? Also ich mein Leben. Eins jetzt. Nein! Ey, der backt sich immer einen Meter vor, wenn ich mich auf so eine hässliche Plattform stelle. Und das spawnt einfach so ein Viech. Willst du mich eigentlich ganz verarscht? Oh, warte, komm her. Es ist so mies. Ich hab Angst. Ihr backt sich der. Ich trau mich da nicht rüber. Da muss man nämlich schon. Ich muss nehmen. Komm. Oh. Nein! Und deswegen erschrickst du gleich so, dass du mich da runter. Ich hab's null live. Null. Wenn ich nochmal sterbe, kann ich nur noch Escape machen. Du musst das Level alleine fertig machen. Ich kann jetzt nicht mehr zugucken. Ich sterbe, Mann. Alter, das ist halt so geil. Wir nehmen uns das Leben, kriegen so 5 Leben dazu. Da kommt dieses Leben. Ja, das live nehme ich mir so 125. Oh, ich gehe hier nirgends runter. Alter, das spawnt eins! Warte, ich hab noch 5 Leben. Ich bin auch gleich tot. Und dann hab ich auch nur noch 1 Leben. Lass mich vorgehen. Okay, geh vor. Da sind Raketen. Ja, oh, super, wir haben keine Kanone. Kriegen wir die nicht automatisch? Nee. Kriegen wir nicht automatisch. Alter, das war ja so geil. Da nehmen wir uns das Leben und das spawnt einfach dieses Drecksviech und schiebt uns rein. Oh, ich muss so lachen. Also wir müssen uns hier konzentrieren, Mann. Ich kann nicht. Live. Ja, super. Dann habe ich 10 live, oder? Yeah, 10 live. Martin, komm mal her, wo ich bin. Schau, wir müssen dahinter. Ich bin doch direkt neben dir. Hä? Da drüber. Ja. Das ist ja wieder so viel Holzscheiße. Das geht schon. Ich habe noch 5 Leben. Weil wir so, hä? Das. Dieses... Alter! Das ist unfair. Ey, Mann, das sind die assisten Gegner, die ich jemals erlebt habe. Die spawnen da einfach, wenn man da drauf springt und schubsen einen in die Lava. Ist ja einfach so eiskalt. Ich nehme jetzt die 150 live hier. Ich bin glücklich. Ich komm doch jetzt nicht weg, jetzt auf den Scheiß. Okay, ey. Wir kann nicht mehr aufhören. So. Also ich hab 50 Leben. Wieso machst du das? Ich hasse dich. Es ist so schlimm. Ich hasse dich. Wir sterben. Was ist denn? Ich muss es irgendwo hinkommen. Ohne 50 live zu verlieren.
Game over. Escape. Continue playing. Or... Restart map. Nee. Alter, Mann, ich sterbe gerade vor Lachen. Fuck you. Ich mach das jetzt alleine, das Level, das ist kein Problem. Ich kann dir nicht mal zukommen. Alter, ich kann nicht mal da. Ey, eine Chain Gun! Ich kann nur Escape drücken. Ey, ich krieg das schon alleine. Ich keine 10 Minuten. Alter, Mann, ich muss gerade so lachen, ich wäre fast gestorben. Oh. So, also jetzt geht's wieder, ich hab eine Chain Gun und da kommen einfach 1 Million letzte Daten. Wie kann ich dir wenigstens zugucken? Gar nicht. Spectator-Modus gibt's sowas hier nicht. Ich hab mein... Find an exit from the cave. Enter the bonehead at the end of the canyon. Haben wir gemacht. Alles. Und das Geile ist, gleich müssen wir alles nochmal von neu machen. Wir haben 0 von 4 Secrets außerdem gefunden. Ja, ich glaube, wir haben insgesamt kein einziges richtiges Secret. Von außen Secret, das Secret Chicken. Alter! Du Assi. Ja, was? Freu dich, du darfst alles alleine machen. Hier ist kein Problem. Ich hab keine Ahnung, was du machst, aber... Ey, das ist aber ich wollte dann sehen, ihr habt... Alter! Sind diese Viecher Assi? Ich kann doch nicht mal eine Kamera auf- und ab bewegen, ich kann mich einfach drehen. Es ist, also die es bei mir sehen, irgendwie, es ist so Assi, die spawnen da einfach mal hinter solchen Säulen. Und da ist ein kleiner 2 cm Fluss von Lava. Ja, okay, ich beschreibe... Oh, ich hab's geschafft! Ja! Ja! Oh, also ich wollte nur was... Was haben wir denn für Waffen bekommen? Die Chain Gun, die lag da, hab ich doch gesagt. Also ich wollte nur mal gesagt haben, eine Sache... Ich hab wieder 3 live, und du wahrscheinlich auch. Ja, ich wollte nur eine Sache gesagt haben, ihr habt erstmal gesehen, wer der bessere Spieler ist und wer alles alleine machen musste. Ja, wer hat sich ungefähr 5-mal die scheiß Lava reingeblockt? Wer? Wer? Du mich? Wer war das? Behinderter. Ja, das sagen immer diese schlechten Verlierer. Aber das war... Aber ich hoffe... Ah, das sind diese Assi-Viecher. Du hast mich immer genau in dem Moment geblockt, wo es drauf angekommen ist. Also, das erste Mal, wo wir beide in die Lava gefallen sind, das war nicht unsere Schuld, da hat nämlich dieses Viech uns beide in die Lava gekickt. Das zweite Mal war da, wo wir uns das Leben geholt haben. Das war einfach richtig assi, weil das Viech einfach spawnt, ich nicht zurück kann, du nicht zurück kannst. Ja, ich bin da auch wieder zu dir rüber gesprungen, ja, und dann standst du wieder da und ich bin in die Lücke gefallen. Ja, weißt du, warum ich da gestanden bin? Weil das Viech... Weil du schlecht bist. Du bist einfach nur schlecht. Ich kann dir sagen, warum. Weil dieses Viech da mich blockiert hat und mir einfach von meinen 200 live 195 abgezogen hat. Ja. Und dann habe ich... Und dann wärst du gestorben und ich wäre rübergekommen. Und dann das letzte Mal, okay, da habe ich... das war Martin Schuld. Auch wenn es eigentlich meine Schuld war. Egal. Aber immerhin habe ich dann ganz alleine das Level geschafft. Das war also super anspruchsvoll, super schwer und... Das ist die Sadomaso-Tante. Wo? Oh, jetzt ist sie tot. Ey, es war so furchtbar. Da hinten ist ein Treasure, den hole ich mir. Und Rüstung. Ey, ist ja geil. Ich bin so K.O. Da hinten ist live. Das? Und hier ist Rüstung. Komm mal hier, wo ich bin. Da ist ein Treasure. Und nochmal Rüstung. Achso, die hast du auch schon genommen. Hier kann man hoch. Ja, aber ist nicht so leicht. Okay, ich hab's nicht hinbekommen. Was? Wie kann man das denn nicht hinbekommen? Ja, wie kann man bitte im letzten Level sterben? Also das finde ich schon erbärmlich. Ja, wir sind doch ganz sicher im letzten Level. Nein, ich meine in dem ganz letzten sicher. Level. Ey, und das Schlimmste ist, der Martin... Der war ja auch total geil leicht. Ja, wie war das? Es war voll easy, ich weiß nicht, was du hast. Also ich bin durchgekommen. Also ich sag ja Nummer 1, wir sind jetzt ungefähr... Im allerbesten Fall haben wir 2/3 des Spiels. Warte, hier hinten. Alter! Eingang, ganz sicher. Martin! Ich hab ne fucking Secret Area gefunden, mach den Scheiß alleine. Ja, komm mir einfach mal 2 Milliarden Gegner. Komm gleich noch mehr, pass auf, wenn ich den Shit hier eingesammelt hab. Und ich hab keine... Armor full. Warum hab ich keine Munition mit meiner Chain Gun und kann trotzdem schießen? Weiß ich nicht. Ich hab hier nur einen Gegner vor mir und der gibt mir tierisch auf den Sack. So. Ja, ich hab 1000 Gegner, weißt du, wie die mir auf den Sack gehen? Schau dir einfach die von hier zu, das ist ziemlich sichere Entfernung. Martin, wir haben gesagt, ich bin der Schatzsucher, du bist der Typ, der die Waffen holt. Ja, ich habe aber was gefunden im Gegensatz zu dir, so. Ich habe Bomben gefunden. So. Ich habe Gegner gefunden. Schmeiß den Shit ja hier rein. Hier, jetzt kommen ganz schön viele Gegner. Was hast du gemacht? Das sollte doch... Und da kommt Rexy! Rexy! Martin, jetzt kommt Rexy wieder vor! Jetzt kommt mein vor! Ich töte die Gegner mit dem Minigun. Nerv mich nicht. Hast du eigentlich auch mit der unbegrenzten Muni? Ich schieße einfach sonst seit einer halben Stunde. Nee, eigentlich nicht. Ach, da kommt tatsächlich wieder ein Rexy. Seit einer Minute drücke ich einfach drauf, ohne die Finger abzunehmen. Oh. So.
ihren Extra Life. Fünf nice. Leben. Naja, der Martin, bei denen sind es wahrscheinlich nur noch drei. Oh! Ich hab auch fünf. Es wird doch resettet, wenn man hier, Dingsels. Ach, sehr schade. Aber Dings. Keine Sorge, Martin, die verlierst du schon schnell wieder. Nee, aber ganz kurz, weißt du, was cool war? Das war nicht mal eine Munitionsanzeige. Ich habe einfach draufgeholzt und die Munition ist immer weitergegangen. Das war cool. Ha. Ich snipe jetzt einfach deinen Kopf mit dieser Scheißwaffe weg. So sieht's aus, so. Mit der Schengen-Sniper. Ey, die Waffe, aber jetzt wird's wieder ein bisschen leichter. Glaubst du? Nein, da ist Rexy. Ey, warte. Der Rexy. Nein. Auf dem Ding. Ey. Diese Lava. Ey, weißt du, was einfach zu geil wäre, wenn diese Footballer kommen würden? Weil die schubsen ja einen immer so rum. Genauso wie diese Kung-Fu-Heinis oder was? Ja, die würden halt einfach so in die Eiskarte in die Lava treten. Boah, ich wünschte, wir hätten diese Plasma-Rifle-Waffe, die wir bei diesen Bitchy-Witches hatten da. Die wäre. Keine Ahnung, ich verstehe sowieso nicht, wieso wir immer hier um unsere Waffen gebracht werden. Die waren anscheinend irgendwie zu voll, Munition hier zu platzieren oder so. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, das finde ich ganz unfair. Ah, Martin, das nächste. Also wenn wir irgendwie Gott, nochmal... dass das Viech da hinten nicht stirbt, ey. Wenn wir irgendwie nochmal einen Server neu starten, dann tun wir uns einfach 1000 Serious Bomb cheaten. Einfach mal gleich zum Anfang. Das geht sich ja auch. Dass wir ohne das neu starten. Ich glaube, Cheats sind doch immer an, oder? Nee, aber... Als Host zum Beispiel. Du kannst das automatisch aktivieren, dass da Infinite Ammo ist. Ach so, ja, komm. Ich glaube, du musst doch trotzdem die Waffen dafür haben. Oh, scheiße, stimmt. Alter, diese Dinger kommen ja immer aus dem Boden. Keine Ahnung, da habe ich nicht so die Erfahrung mit Sachen, die aus dem Boden kriechen. Gott, ey, es ist aber ewig nur Geballer. Ich habe einen Raketenwerfer hier gefunden. Und hier ist ein Schild. Also 10 Schildpunkte. Ja, habe ich schon. Mit. 10 Armor. Also ich habe nur noch Raketenwerfer-Muni und Pumpgun. Keine Shengun, keine andere Waffe. Ist irgendwie scheiße. Oh nein. Oh. Nein. Fuck you. Was war das? Da kommt einfach so ein Licht und das war's. Aber schauen wir uns noch kurz hier hinten um. Was ist da? Der brennende Dornbusch. Sollen wir jetzt ernsthaft hier... 5 Schild. Ne, 10 Schild sogar. Das ist sogar bei dir irgendwo hinten. So. Ja, da hinten ist Leben. Okay, warte. Ja, das ist doch gar gespawnt, oder nicht? Das war doch diese aufwendige Animation hier gerade. Okay. Und hier ist nochmal so ein Secret-Ding, gell? Ja, jetzt habe ich eingesagt. Martin, ich springe, dann springst du. Nein, das ist... Das hier sieht aus wie ein Secret-Eingang, aber... Man kann ihn nicht kaputt machen. Du musst aber hierhin, wo ich bin, weil hier geht's auch weiter, gell? Oh. Aber diesen Secret-Eingang kann man hier nicht aufmachen, oder bin ich einfach blöd? Alter! Martin, da kommen unsere Freunde wieder. Die Skelettviecher. So. Das ist eine richtige Jump'n'Run-Einlage da. Da ist die Kanone. Oh, endlich ist da die Kanone. Hä? Und wie soll ich da jetzt bitte rüberkommen? Ah, da kommen sie. Huipu. Oh nein, die versinken! Nein! Nein! Oh, Martin, pass auf, die versinken, die Dinger. Let's go bowling! Ey, das ist ja übelst assi. Ja. Ich hab noch 57 Leben. Oh, zum Glück Freude und so. Zum Glück sind da 100 Leben. So, ich hab mal die Passage mal ganz alleine Nein, geschafft. Nein, in der Jump-Phase. Ich bin jetzt runtergefallen in die scheiß Lava. Oh. Dann bring ich dich wieder um. Was Alter, ist denn das hier? 5! Ah, nee, warte. Und der Rexis oder was? Und die Dominos. Alter. Boah, ich hätte dich so geschlagen, wenn es runtergefallen wäre, ey. Was ich jetzt mache? Ich töte sie, lock sie an und dann springe ich aber wieder zurück. So. Rexy, mach Platz. Gott, ey, das ist ja voll knapp getimt mit dem Shit hier. Ja, ich bin da reingeflogen. Oh, also ein Rexy ist down. Zwei Rexys sind down. Ich kann dir von hier hinten zugucken. Das ist jetzt meine Rache. Meine ganz persönliche die Rache. Die haben ja Zigaretten in den Mündern. Ja, das fällt dir aber früh auf. Also was mir aufgefallen ist, dass ich das letzte Level alleine schaffen musste. Boom. Hier mit den Bitches hier. Mit dem Bitchy. Die halten ja eh nichts aus. Ja, die sind schwach. Die kommen aber hier überall raus. Aus den Löchern kommen die da schon wieder. Wie nennt sich das? Succubus oder wie nennt sich das eigentlich? Ja, ob die uns auch übernehmen können und dann uns zu 6 Sklaven machen? Also ich verabschiede mich. Die verfolgen ja einen, diese Viecher. Keine Ahnung. Also ich verabschiede mich. Männlich aus. Ich verabschiede mich mehr lieber von Martin. Ich möchte hier nämlich kein Sexsklave sein, so wie er. Stell dir vor, man von so einer fetten mit so einem Speer. Nein, Martin, tu den Gedanken nicht zu Ende führen. Nicht zu Ende führen. Ach was, du hättest sicher deinen Spaß da. Ja. Ich will doch nur das Beste für dich.
Das hat man gemerkt. Deswegen sagst du, ich warte hinten und das ist meine Rache. Gott, die macht ja richtig Schaden, wenn er so ein komisches Ding durch die Gegend fliegt. Das fällt ja auch früh auf. Kann man nicht einfach hier oben auf diesen Dingern da drauf bleiben? Keine Ahnung, man muss aber hier auch nur schief laufen und sie trifft einen nicht. Das ist also auch total... Die ist gerade auf die Nase bei mir geflogen. Die Nase? Die Nase. Wie fliegt sie rückwärts? Hat die einen Tanga drunter an? Das will ich mal wissen. Das sind die wichtigen Fragen hier im Spiel, ja? Die wichtigen Fragen des Lebens sind das, würde ich wohl eher sagen. Die zernatzt immer, wenn ich drauf schieße. Boah, es tut mir aber leid. So, jetzt, aber dann despawn die, bevor ich dort bin. Ich lass den Martin das ist scheiße. Ich lass den Martin das jetzt mal hier alleine machen und schieße mit meinen Lenkdingern. Ja, mach das. Ich habe eh nur 64 Leben, weil ich einfach in diese scheiß Lava gefallen bin. Ja, geschieht dir echt recht. Ja, weil ich das letzte Level hier machen musste. Ich habe immer noch kein Danke gehört. Was geht denn jetzt los? Da oben, what the fuck? Was ist da oben? Oh nein! Oh nein! Ja, das ist ja auch voll fair. What the fuck? Ey, Mann, dieses Spiel ist einfach so assi. Dieses Spiel ist einfach so assi. Ich sterbe gleich wieder. Ja, so könnte man es auch nennen. Gott, bin hier im Hochkonzentrationsmodus wieder. Hä, vom Boden? Okay, kein Raketenwerfer. What the fuck? Mit dem Raketenwerfer nicht mehr auf den Boden schießen, Maxi. Nicht mehr auf den Boden schießen. Cenga. Also, ich laufe jetzt einfach an den hier ran und. Leben. Leben. Ich laufe einfach irgendwie eine Zickzack. Einfach irgendwo Zickzack laufen. Der Fette muss sterben, so. Erstmal die Fetten und dann die Kleinen. Und dann immer den. Lauf um den. Lauf. Klein rum, so. Martin, wo sind da noch welche? Wir haben auch die Munition, haben wir auch schon wieder. Okay, dann. Dann hat sich erstmal den da hinten. Der da oben rechts. Der ist weg. Oh Gott, ey. Das wäre einfach nicht weniger. Ich im Nahkampf mehr Schaden, das Ding. Ich werde gleich kommen, wieder. Weil er mehr trifft Dinos. Oder so. Ich werde gleich kommen, einfach wieder eiskalt diese scheiß Dinos. Hier sind noch so 50 Live, damit hätte ich jetzt zum Beispiel gerade Live Pull. Ja, habe ich, und das ist ein Ammo Pack. Oh, sehr gut. Und da kommen jetzt diese Spiders. Das ist jetzt aber nicht euer Ehre. Welche Spider? Hinter dir! Ah, da bei dir. Nee, das sind keine Spiders, das sind einfach hässliche. Ja, diese essen Viecher da. Oh, und die kommen jetzt wieder aus dem Boot. Ja, die meine ich doch. Ich dachte, da wären nicht so viele gekommen. Ja, was für Löcher, die immer rauskriechen hier? Oh, komm! Die machen sich ihre eigenen Löcher, das ist das Allerschlimmste. Ey, was ist denn jetzt los? Wie die Parasiten hier, wie die Parasiten. Ey, Mann. Kommt eiskalt aus dem Boden. Aus dem Boden. Da, oh, und schauen wir nach oben. Schauen wir nach oben. Die Fliegeviecher auch noch, ey. Lecken mich noch voll am Arsch. Was kommt eigentlich als nächstes? Was kommt als nächstes? Keine Ahnung. Ich frag mich eigentlich echt, was kommen kann. Weil ich meine, das ist doch schon jetzt der absolute Horror. Ja, keine Ahnung. Ich bin immer halt noch stumpfsinniger. Martin, wir haben eine Chain Gun und schießen auf 1 Milliarde Gegner am Stück. Langsam wird der Ton ein bisschen monoton, aber das macht ja alles nicht. Das ist alles okay, solange der Martin immer vor mir stirbt. Auch wenn es irgendwie gerade anders aussieht. Ey, jetzt langsam könnt ihr aber auch mal aufhören zu spawnen. So. Sieht sowieso hier aus, als würde hier auch noch so ein Endboss-Fight oder so kommen. Ich habe noch 40 Leben. Oh, von hinten. Jetzt hast du sowieso ein extra Life, ist doch super. Ja, wir möchten nicht sterben. Jetzt, die schubsen ja einen sogar. Ja, sollen sie dich hier halt in diesen. Du fliegst 5 Meter höher Graben schubsen. Ja, das bringt mir sehr viel. Da schießen sie auf mich. Gott, ey. Machen wir es jetzt langsam. 20 Leben, 20 Leben. Bitte, wenn ich das überlebe, wenn ich das überlebe, lieber CEO Sam Gott. Ich hab keinen Muni mehr für die. Ah, oh, gestorben. Jetzt hast du ja wieder Muni. Ja, ich hab 20 Schuss noch. 10 Schuss mit der Jenga. Von hinten lassen sie auch schon wieder rein hier. Alter! Also langsam wird's unlustig. Hey, komm! Also, so. Die ersten da oben sind so. Nur noch welche. Also die ersten 5 Milliarden... Ich hoffe, das ist das letzte Viech jetzt, ohne Witz. So. So. Da, ey. Wenn nicht, dann machen wir einfach... Nein, du stirbst. So. Was? Da ist noch eins. Komm, fickt euch doch einfach. Ihr bringt den armen Martin zu weinen. Hört auf damit. So.
Sieht gut aus. Was machen wir jetzt? Ah, gut, geschafft. Ladeball. Nein! Wieso denn? Ich würde sagen, warte. Wollen wir jetzt nicht. Ja, die Frage ist jetzt echt, machen Pause schon, ja? Ja, würde ich auch sagen. Wir haben ja eigentlich dafür ein Codewort entwickelt. Ein Codewort. Genau, und zwar Pause, Drücke-Taste. Die Pause-Taste ist das Codewort, ja. Und mit mehr Ballereien und Chaingans und schlechten Sprüchen geht es dann beim nächsten Mal weiter, würde ich sagen, oder? Oh mein Gott, ja, leider. Bis dahin dann, ciao. Ciao.